Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute Bock, mit euch mal wieder eine Karte zu basteln. Und wir basteln heute mit Stanzform von Gummiapan, weil ich die total gerne mag. Und die auch so vielseitig sind. Und was man wirklich damit machen kann, das ist unglaublich. Also man kann alles miteinander kombinieren und man hat wirklich richtig viel Freude an den Stanzformen, weil da eben auch total lustige Sachen dabei sind. Und ja, also wie gesagt, ich bastel schon seit längerer Zeit mit Gummiapan und wir basteln heute mal so eine, ja, ich würde sagen, eine Glückwunschkarte oder vielleicht auch eine Dankeskarte für eine Freundin, je nachdem, für was man die halt benutzen möchte. Ja, ich habe mir ein paar Stanzformen ausgesucht und zwar werden wir heute benutzen. Ich fange mal an. Und zwar diese niedliche Gießkanne. Da gibt es ja auch mehrere davon, aber ich habe mir gerade die ausgesucht, weil die hat oben keinen Henkel und die kann man so schön mit Blüten oder Blumen dekorieren oder auch eben mit Zweigen, je nachdem. Dann habe ich hier die kleinen Insekten. Wir benutzen ein kleines Blümchen, die Schnecke, den Pflastersteinboden, den liebe ich ja, deswegen sieht die Hülle auch schon so abgeknibbelt aus, weil ich den immer zu benutze bei meinen Projekten. Dann habe ich hier noch ein paar Blumentöpfe und diese wunderschöne Vergissmeinnichtblüte. Ja, also ich habe die heute das erste Mal rausgekramt. Und ja, also wir fangen dann, glaube ich, mal an und stanzen uns mal die Teile aus. Ich werde heute wieder mit einem, naja, mit einem neuen Medium kolorieren. Und zwar habe ich mich vor kurzem mal wieder ein bisschen umgeschaut und habe natürlich was ganz Tolles, Neues gefunden. Neu ist es nicht, aber für mich ist es neu, weil, wie gesagt, ich habe ja schon so viel ausprobiert. Polychromos, die Albrecht-Dürer-Aquarellstifte. Ich habe hier diese, wie heißen die? Artist-Kästen, also diese Aquarellfarben, dann die Gansai-Tambi-Farben, Alkoholmarker etc. etc. Und jetzt bin ich irgendwie so neugierig geworden auf eine bestimmte Technik. Und zwar, wir kolorieren heute mit den Karandasch Wachspastells. Also wie gesagt, das sind die Neo Color 2. Und ja, ich habe mir hier den 30er Kasten gegönnt. Und die sind total mega. Also ich zeige euch dann, was man alles damit machen kann. Ganz, ganz tolle Sachen. Wunderschöne Farben. Und ja, also ich werde euch zeigen, was ihr alles Wunderschönes damit machen könnt. Auf jeden Fall bin ich total begeistert, weil die Stifte kann man im Trocknen benutzen. Man kann sie aber auch mit Wasser vermalen, also Aquarelltechnik und so weiter. Und man kann auf das, was man mit Wasser vermalt hat, nochmal mit dem trockenen Stift drauf gehen. Und ihr erzielt da total geile Vintage-Effekte auf euren Karten. Und naja, das hat mich total angemacht. Und ja, wie gesagt, ich musste das unbedingt ausprobieren. Deswegen habe ich mir jetzt hier den kleineren Kasten erstmal gegönnt. Und ja, ich zeige euch einfach mal, was man damit machen kann. Natürlich kann man damit auch zeichnen. Es gibt ganz viele Künstler, die damit zeichnen. Also zum Beispiel schöne Hintergründe, zum Beispiel Berge, Bäume, Wasser etc. Ganz, ganz toll. Ich koloriere aber heute Stanzteile damit. Und ich habe aber auch schon Karten gemacht, wo ich dann den Hintergrund mit den Karandasch gemacht habe. Ja, also ein total geiles Kolorationsmedium, muss ich echt zugeben. Ja, also die benutzen wir heute. Dann braucht ihr natürlich eine Karte. Wir werden heute eine A6-Karte gestalten. Ich habe mir das hier einfach schon mal ausgestanzt und einen Aufleger von 9,5 x 13,5. Und da kommen dann unsere Elemente drauf.
wie gesagt. Und ja, wir gestalten das Ganze heute mal so ein bisschen im Vintage-Look. Und ja, was sollte ich jetzt noch dazu sagen? Eigentlich nichts. Ich glaube, wir fangen an mit Ausstanzen. Dazu nehme ich mir jetzt hier mal meine kleine Stanzmaschine und natürlich ein Stück schönes Aquarellpapier. Hierbei benutze ich das von Charlie und Paulchen. Wie gesagt, ein Cardstock Off-White. Wer mich verfolgt, der weiß das, dass ich auf diesem Papier am liebsten koloriere. Empfehlen kann ich euch aber auch hierzu nochmal das Canson. Da gibt es so einen XL-Block, der ist auch mega cool. Und da könnt ihr auch super schön drauf kolorieren. Ich sage immer, wichtig ist, wenn ihr eine schöne Koloration erzielen wollt, dann benutzt ein schönes, also ein hochwertiges Papier. So, jetzt stanze ich erstmal diese beiden Teile aus. Und dann schauen wir mal. Ach, die Kanne ist so mega süß. Und auch das Blümchen. Ist das nicht Zucker? Das stanze ich mir zweimal aus, weil ich finde, das eine ist ein bisschen wenig. Das ist die kleine süße Kanne. Die ist auch total reizend. Und jetzt legen wir die Blüte nochmal auf und dann machen wir gleich das nächste. Also ich weiß, ich könnte jetzt praktisch alles hier in die Stanzmaschine zusammenlegen. Der Platz wäre jetzt genug, aber um das Ganze jetzt hier nicht also durcheinander zu mischen, habe ich mich entschieden, das jetzt Stück für Stück zu machen und den Rest dann halt auch wieder in die Verpackungen zu legen. Da ich meine Stanzform erstmal in diesen Verpackungen lasse, das ist für mich zum Vorteil, dass hier hinten eben diese Produktionsnummer oder die Seriennummer draufsteht. Und das ist manchmal ganz hilfreich, wenn man weiß, was das Teil für eine Nummer hat. So, also jetzt kommt das nächste. Was haben wir hier als nächstes? Die kleine Schnecke, die darf natürlich nicht fehlen. Auf keiner Karte, wo ja, Blumen benutzt werden. Finde ich zumindest. Und von den Insekten nehme ich hier, also ihr habt hier noch eine kleinere Schnecke, eine kleine Biene und einen Schmetterling. Ich nehme mir hier jetzt mal die Biene raus. Und ja, ich glaube, das reicht. Diese zwei. Klebt alles noch an meiner Platte. Ich habe mir nämlich gerade eine neue Platte hier reingemacht. Und ja, die ist total winzig. Also wirklich mega winzig. So, das hat hier irgendwie nicht ausgestanzt. Da müssen wir nochmal mit der Stanzform drüber. Der wollte nicht. Aber jetzt. Mega. So. Also, dann haben wir das. Wir sind auch gleich fertig. Also so viel ist es gar nicht mehr, was ich hier benutzen möchte. Wir sind schon fast rum. Jetzt kommt die kleine Schnecke wieder in die Verpackung. Ja, das muss bei mir immer alles seine Ordnung haben. Jetzt kommt der kleine Löwenzahn. Das ist hier auch so ein Set mit diesen kleinen Frühjahrsblühern, das ich immer zu benutze, muss ich echt sagen, ganz, ganz oft. Bei meinen Gummiapan-Karten ist das immer in Gebrauch, weil diese Blümchen einfach so niedlich sind. Schaut euch das doch mal an, wie süß das ist. Ich muss das jetzt mal mit meinem Picktool hier runter machen, weil das sonst etwas schwierig wird. So, dann haben wir den Boden noch. Der wird ja nur eingestanzt. Also der kommt dann auf unseren Aufleger. Und jetzt haben wir hier die kleinen Blumentöpfe zu guter Letzt. Und dann sind wir auch schon durch mit der Ausstanzerei. Also auch hier
nochmal die Blumentöpfe. Die sind auch total süß. So. Bei meinem Projekt heute, ihr könnt hier verschiedene Dinge benutzen. Also als Gefäß kann man natürlich genauso gut eine Vase benutzen, ja, statt der Gießkanne. Oder zum Beispiel, wer so ein bisschen Fantasie hat, Gummistiefel. Oder was kann man denn noch benutzen? Also eigentlich eignet sich das Projekt so, dass ihr auch eure eigenen Stanzformen von zu Hause, die ihr zu Hause habt, benutzen könnt. Und das ist natürlich ein Must-Have. Also das, ich mag diese ganzen Böden und alles, was es von Gummiapan gibt. Da gibt es noch einen Holzboden, den habe ich auch. Und es ist einfach mega. Also man stanzt es in eine Karte ein und dann habt ihr da einen Boden, könnt eure Sachen draufsetzen. Man kann das auch noch kolorieren, wenn man das mag. Und ja, das ist einfach nur fantastisch. Und ja, das ist ein Megateil. So. Und so sieht das Ganze nämlich dann aus. Ich muss mal kurz radieren. Hier ist ein bisschen was drauf geraten. So sieht jetzt mein Boden aus. Ist das nicht cool? Also das ist sowas von schön. So. Einfach nur niedlich. So, jetzt könnt ihr mich meine Stanzform hier schon mal vom Tisch. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Platz. Die Stanzmaschine ebenso. Und jetzt haben wir hier die ganzen kleinen Teile. Hier müssen wir noch ein bisschen was rausdrücken. Bei den Blüten, da sind noch ein paar Teile drin, die man jetzt hier noch entfernen muss. So, das andere ist alles okay soweit. Müssen wir gucken, dass hier nichts verloren geht. So, unser Aufleger ist soweit auch fertig. Wie gesagt, hier muss ich mal ein bisschen rumradieren, damit es wieder sauber ist. Ja, jetzt habe ich hier natürlich irgendeinen Fleck drauf. Wo der jetzt herkommt, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, mit der Kanne und den Blüten verdecke ich das dann. Genau. Ja. So, also das ist jetzt fertig und jetzt kommen wir mal zum ersten Schritt, weil ich zeige euch jetzt mal, wie man diese Carandage-Wachspastells trocken verarbeiten kann. Und es ist sowas von simpel, einfach. Ihr nehmt euch eine Farbe. Ich habe in dem Fall ein Hellgrau. Und hier kann man jetzt einfach mit dem Stift so ein bisschen drüber gehen, über das Pflaster. Ihr braucht auch gar nicht viel Druck, weil die Farben, die sind so cremig, also total mega schön, dass ihr hier gar nicht viel machen müsst. Ja, und dann fangt ihr an und macht mal eure Straße hier ein bisschen zurecht. Und wie gesagt, also mehr muss man gar nicht machen. Man kann das Ganze natürlich auch noch über den Steinboden hinaus machen. Und ich glaube, das reicht schon so. Mehr muss man gar nicht machen. Und das könntet ihr jetzt rein theoretisch auch vermalen. Aber ich lasse meinen Boden so. Ich finde es nämlich total schön. Also so, dass man die Steine zum Beispiel noch ein bisschen so hervorhebt. So ein paar einzelne Steinchen von dem Boden. Und naja, den Rest, den lassen wir einfach so, wie er ist. Genau. Das ist perfekt. So. Ja. Das ist jetzt die Trockenverarbeitung. Ja, und jetzt kommen wir hier mal zu unseren Stanzteilen. Und da hole ich mir jetzt erstmal meine Silikonmatte wieder vor. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Kännchen an. Also ihr braucht als erstes die Farbe, die ihr euch ausgesucht habt. Ich nehme jetzt hier in dem Fall auch wieder einen Grauton. Jetzt ist die Frage, ich werde wahrscheinlich das dunklere nehmen, genau. So, und ich verarbeite die folgendermaßen. Wie gesagt, die Carandage Neo Color, die kann man im trockenen Zustand auf das Aquarellpapier auftragen. Man kann sie aber auch
Man kann das Ganze auch erst nass machen. Ihr könnt hier vorne mit dem Pinsel dran gehen. Ihr könnt euch Farben mischen. Und ja, es ist so einiges möglich. Jetzt fällt mir gerade was ein. So, ich musste das Teil erst holen. Und zwar, das ist eine Mischpalette, die ist direkt von Caran d'Ache für diese Stifte, für diese Wachspastells gemacht worden. Hier könnt ihr Farben mischen. Also ihr könnt alle Farben, die in dem Kasten sind, miteinander verbinden und mischen. Und wenn ihr dann Wasser drauf gebt, bekommt ihr eine neue Farbe. Und das ist total genial und total mega. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ich zeige euch jetzt mal, wie meine Technik aussieht, wie ich diese Teilchen koloriere. Die Wachspastells, die haben eben, wie gesagt, auch durch das Papier, was wir hier benutzen. Also wir benutzen ja hier so ein Papier mit Struktur, haben die natürlich auch eine Struktur. Also man sieht es ja jetzt zum Beispiel schon beim Auftragen. Und das macht dann diesen Look aus, der sich dann hier bildet, wenn das Ganze mit Wasser vermalt wird. Und das zeige ich euch gleich. Das ist total cool. Und wie gesagt, ich gehe jetzt hier so in die Stellen, wo ich gerne ein bisschen Schatten haben möchte. Also so. Man kann das natürlich auch noch ein bisschen fortführen. Und jetzt nehme ich mir einen Pinsel. Erstmal meinen Pinsel suchen. Und etwas Wasser. Und dann gehe ich hier in die Ecke rein. Also wunderbare Pigmente. Seht ihr, wie die sich jetzt lösen? Diese Pigmente. Und ihr könnt die wunderschön hier vermalen. Und das ergibt so einen coolen Vintage-Effekt, wenn ihr das trocken mit nass vermalt. Also das ist so, so schön. Wie gesagt, einfach nur super schön. Und wie gesagt, diesen Effekt hatte ich vorher eben noch bei keinen anderen Stiften wie hier. Also das ist das erste Mal, dass ich das so, also dass die Teile dann so aussehen. Ich habe das auch mit den Albrecht Dürern vorher ausprobiert, aber das sieht auch wieder völlig anders aus, obwohl die auch so ein bisschen strukturiert dann auf der Karte auftragen. Und hier, jetzt zeige ich euch zum Beispiel, was ihr jetzt machen könnt. Ihr könnt jetzt hier vorne so ein bisschen an die Spitze gehen. Die kann man übrigens auch spitzen. Und hier sind Pfeile, da könnt ihr auch das Papier abziehen, also wenn sie dann ein bisschen kürzer sind. Und jetzt kann man zum Beispiel hier auch nochmal nachkolorieren. Oder man mischt sich jetzt eine Farbe und hier habt ihr so eine raue Oberfläche und da malt ihr einfach mit dem Stift drauf rum. Dann nehmt ihr euch eine zweite Farbe, zum Beispiel das Schwarz, damit das Grau noch ein bisschen dunkler wird. Und dann mischt ihr euch hier einfach euer Grau zurecht. So. Und mit diesem dunklen Grau kann man jetzt hier bei der Kanne noch mal so ein bisschen Nachdruck verleihen. Also man kann jetzt hier überall noch mal in den Ecken ein bisschen was Dunkleres auftragen. Und so entsteht dieser wunderschöne Effekt, den ich hier, wie gesagt, benutze. So. Also hier so an den Rändern zum Beispiel mache ich das gerne. Und hier unten dann noch mal der Abschluss der Kanne. Und dann nehme ich mir einfach die Farbe von der Mischpalette runter und ja, gehe dann hier nochmal über mein Objekt. Dann mische ich mir natürlich auch nochmal oder gehe mit meinem Pinsel dann auch nochmal ins Wasser rein. Und jetzt könnt ihr das Ganze so kolorieren, wie es euch gefällt. Also vom Ton her, ob dunkler oder heller. Das spielt überhaupt keine Rolle, aber ihr habt hier dann eben einen super schönen Effekt.
Und wie gesagt, das kann man dann eben so dunkel machen, wie man möchte, damit man diesen tollen Effekt erzielt. So. Also einfach, ja, einfach drauf los und keine Angst haben vor so einer Koloration. Man kann nicht viel verkehrt machen. Und ihr habt hier dann eine wunderschöne Vintage-Kanne. Sieht das nicht genial aus? Ich finde das total mega. Ja, also ich würde es jetzt so lassen, da das Ganze ja, naja, so einen Metallic-Effekt haben soll, nehme ich jetzt hier nochmal so ein bisschen einen Silberton zur Hand. Das ist jetzt hier eine Gansai-Tambi-Farbe. Hier gehe ich auch wirklich nur ganz wenig drüber, so dass es so ein bisschen auf der Karte in dieses Silber schimmert. Also auch hier nur am Rand entlang. Und dass ich diesen Silbereffekt hier so ein bisschen, naja, so ein bisschen vermalen kann. So, jetzt gehe ich nochmal ins Wasser und dann male ich das so ein bisschen nach innen. Einfach so ein bisschen verteilen. Und wenn das Ganze dann getrocknet ist, dann habt ihr eben überall diesen leichten Metallic-Effekt an der Kanne. Und das sieht wunderschön aus dann auf eurer Karte. Ihr müsst es nicht überall machen, aber so an den Rändern oder so sieht das natürlich dann mega aus. Ich weiß nicht, ob es die Kamera jetzt einfängt. Das Papier ist natürlich sehr weich, dadurch, dass ich jetzt Wasser aufgetragen habe. Aber vielleicht seht ihr hier das Glitzern von der Silberfarbe. Und ja, fertig ist eigentlich unser Kännchen. Und wir machen weiter, würde ich sagen, mit den Blumentöpfen. So, jetzt suche ich mir wieder eine Farbe aus. Und zwar nehme ich jetzt hier ein Braun. Da steht auch noch Braun drauf. Also, es ist ein dunkles Braun. Und hier mache ich das ähnlich. Ich glaube, so rum war es richtig. Genau. Also, hier gehe ich auch nur erstmal so ein bisschen drüber. Also, da, wo überall Schatten sein könnten und fang jetzt mal an und koloriere diese Töpfe aus. So, schauen wir mal. Und wie gesagt, ihr könnt da ganz viele Dinge ausprobieren. So, jetzt nehme ich wieder meinen Pinsel und vermal das Ganze. Und ihr seht schon, hier werden auch die Pigmente wieder super schön angelöst und verbinden sich jetzt mit dem Wachspastell. Also es sieht einfach nur toll aus. Und jetzt nehme ich mir hier noch eine zweite Farbe, und zwar eine etwas hellere Farbe, die ich hier jetzt noch mit reinbringen möchte in die Töpfe überall. Und zwar hier so ein bisschen mittig und da, wie gesagt. Und dann, wie gesagt, malt ihr das Ganze einfach nach eurem Wunsch aus. So. Das ist aber auch noch nicht alles. Also ich werde dann zum Schluss jetzt hier auch noch mal einen dunkleren Schatten setzen. Und da nehme ich jetzt auch einfach hier meine Mischpalette. Nehme meine dunkelste Farbe. Hier haben wir ja schon schwarz. Also kann ich das auch hier gleich daneben machen und habe hier auch schon ein etwas dunkleres. Und so mische ich mir ein neues Braun. So, und mit diesem Braun gehe ich jetzt hier an den dunklen Stellen einfach nochmal entlang. Und betone das Ganze. Also es ist eigentlich ganz einfach. Mit diesen Stiften kann man wirklich so viel machen. Und man kann auch, wenn man das möchte, selbstverständlich, wenn das Ganze ein bisschen angetrocknet ist, auch noch mal mit einem
trockenen Stift da nochmal nachkolorieren, wenn man das möchte. Also das ist alles möglich. Und es gibt hier wirklich bei der Koloration überhaupt keine Grenzen. Und das sieht dann auch wirklich richtig schön aus. So, wie zum Beispiel hier oben, da gehe ich jetzt nochmal mit dem Braun rein und hier so ein bisschen, einfach nur so ein bisschen betonen. Und so habt ihr ganz süße kleine Blumentöpfchen. Die wären jetzt auch soweit fertig. So, dann kommen wir zur Schnecke. Was nehmen wir denn da jetzt wieder für Farben? Also hier würde ich sagen, nehmen wir auch wieder das Braun. Das heißt, ich setze hier schon mal so ein bisschen die Schattierungen vom Schneckenhaus. Und dann haben wir die Schnecke in der Farbe vielleicht. Und hier könnt ihr auch eine zweite Farbe noch mit reinbringen. Vielleicht so ein bisschen diese Hautfarbe noch. Schauen wir mal, wie es aussieht dann. So, und jetzt vermale ich das Ganze erstmal wieder miteinander. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus, der Körper. Mehr muss man da gar nicht machen. So, und jetzt gehe ich mal hier in das Schneckenhaus rein. Und ja, also hier müsst ihr auf jeden Fall noch ein bisschen was Dunkleres. Seht ihr, das könnt ihr euch auch hier vom Stift runterholen. Und dann koloriert ihr hier einfach nochmal nach. Und wenn ihr aber mit dem Stift so drauf geht, seht ihr, dann kommt der Vintage-Effekt halt nochmal so richtig schön durch. So, genau. Ja, ich würde sagen, das reicht so. Hier gehe ich dann nochmal mit dem weißen Karandasch drauf. Dann haben wir die Blume. Auch hier suche ich mir jetzt zwei Farben aus. Ich würde sagen, erstmal ein helleres Grün für die Blätter. Und jetzt ein dunkleres nochmal, damit so ein paar Schatten entstehen. Jetzt vermale ich das. Also es macht wirklich riesen Spaß, weil ihr wirklich tausende von Möglichkeiten habt, diese wunderbaren Stifte zu benutzen. So, jetzt brauchen wir das Gelb. Und dann kommt hier noch so ein bisschen Orange mit rein, hier unten. Und jetzt vermale ich auch die Blüten. Dann haben wir unser Bienchen. Da wird es natürlich jetzt schwierig. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also hier braucht man ja ein Gelb und ein Schwarz. So, da gehe ich jetzt einfach mal hier rein. Da müsst ihr auch nichts vermalen jetzt. Also für den Körper, den lasst ihr einfach so. Und ja, malt es einfach so aus. Und jetzt bräuchte man so ein ganz helles Blau. Da mache ich mir mal was auf meine Palette hier, so ganz wenig. Und das mache ich mir erst zurecht, also mit dem Wasser. Und dann gehe ich mal hier so ein bisschen über die Flügel drüber. Und schon habt ihr hier auch eine ganz niedliche Biene. Total süß. Ja, und jetzt kommen meine Vergissmeinnichtblüten. Die sind ja blau und haben eine gelbe Blütenmitte. Und damit fangen wir auch an. Das heißt, ich male mir jetzt hier erstmal die gelben Blüten ein in meine Blümchen. Und dann hier könnt ihr auch so ein bisschen, naja, eine zweite Farbe mit reinnehmen, so ein bisschen Orange noch.
Also einfach nur so punktuell einfach noch ein bisschen was mit reingeben, damit das Ganze ein bisschen dunkler wirkt. Und dann kommt ein Blau. Ich nehme mal jetzt hier ein ziemlich helles Blau und male mal um die Blüten herum. Und das werden wir dann auch gleich vermalen. So. Es wird aber noch ein bisschen dunkler. Dann nehme ich mir dann noch ein anderes Blau und koloriere das noch aus. Aber wie gesagt, das sind so verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. So, jetzt nehme ich mir wieder den Pinsel mit Wasser und dann löse ich die Pigmente hier so ein bisschen an. Wie gesagt, da kommt gleich noch ein anderes Blau dazu. Nur, dass man das erstmal ein bisschen anlöst. Und das schön vermalen kann. So. Ja, was nehmen wir jetzt? Ich glaube, jetzt nehmen wir mal das hier. So, und da habe ich jetzt hier einfach noch mal an jeder Blüte so einen Punkt gesetzt, wo ich den dunkleren auftrage. Also ich sehe jetzt immer, wenn die Sonne von da kommen würde, also von rechts oben, kommt das Dunklere nach unten. Und deswegen habe ich mir jetzt hier, wie gesagt, den Punkt hier unten gesetzt. Und dann, wie gesagt, vermale ich das Ganze auch nochmal ein bisschen mit der Blüte. Naja, und die Blüten, die sehen dann auch wirklich richtig toll aus. Und wie gesagt, ihr könnt das mit allen möglichen Blüten so veranstalten. Ich glaube, wir lassen die auch so. Man könnte jetzt auch noch ein anderes Blau nehmen. Aber ich glaube, wir lassen das so. So, jetzt brauchen wir noch einen Stift. Und zwar jetzt das Grüne. Wir brauchen ja auch noch was für die Blätter und die Stiele. Und da könnt ihr jetzt hier wieder Farben benutzen, die euch gefallen, hell, dunkel, wie ihr das gerne wollt. Und hier male ich das auch nur so ein bisschen an und verblende das Ganze dann auch mit Wasser. Aber wie gesagt, man kann mit den Stiften auch trocken malen. Man muss das jetzt nicht anlösen. Ja, also das müsst ihr nicht machen. Ihr könnt es auch so benutzen. Wenn euch das jetzt besser gefällt, dann könnt ihr natürlich das einfach bemalen und das einfach lassen, so wie euch das eben dann gefällt. So, ich glaube, da habe ich grün vergessen hier. Ja, gleich nochmal rübergehen. Und wie gesagt, das Schöne ist, wenn ihr jetzt sagt, oh, das ist mir noch zu hell, ich brauche jetzt vielleicht nochmal eine andere Farbe, dann geht ihr hier einfach nochmal mit einem dunkleren Stift rein. So, ja, ich glaube, das sieht schöner aus. Nehmen wir mal das dunklere, dann habt ihr oben so ein bisschen hell und genau, malt dann hier einfach nochmal mit dem dunkleren ein bisschen drüber. Also ihr seht, das funktioniert alles richtig, richtig, richtig gut. So, genau, jetzt kriegt das auch eine Form und jetzt können wir hier auch noch mal drüber. Man kann das aber auch so lassen, wenn man sagt, die Schatten sind in Ordnung. Gefällt mir so ganz gut. Ja, und dann haben wir ja schon fast alle Teile, die wir für unser Kärtchen brauchen, fertig. Ich werde jetzt mal die Schnecke noch zusammenkleben. Da kommt das Häuschen jetzt drauf. Meine Pinzette. Und dann gehe ich hier nochmal mit dem weißen Stift drüber. So. Das ist auch total genial, was ihr hier für wunderschöne Effekte erzielen könnt. Auch mit diesem Weiß hier. Ich zeige euch das gleich mal. Das sieht total mega aus. Total cool.
Ja, also wie gesagt, hier kann man das natürlich auch machen mit dem Braun, kann da jetzt noch ein bisschen mit dem Weißen rein, je nachdem, ob euch das gefällt oder nicht. Und dann dürft ihr wirklich mal was ausprobieren. So, ja, jetzt haben wir eigentlich alles soweit für unsere Karte. Hier die zwei Blüten, die werde ich jetzt noch mal ganz kurz etwas anföhnen, damit ich die weiter verarbeiten kann, weil die müssen ja jetzt in unsere Gießkanne. Ja, fliegt gleich wieder alles durch die Kante hier. So. Und jetzt kleben wir das Ganze hier rein. Hier ist ja so ein Schlitz drinne, den mache ich mir immer so ein bisschen auf. Also man kann das so wölben und dann kann man die Blüten hier wunderschön reinsetzen. Und naja, so, dass es halt schön aussieht, dann halte ich das fest und klebe mir das hier hinten auf der Kanne fest mit einem 3D-Pad. Und da machen wir auch die Kanne gleich fertig. Und zwar setze ich hier mehrere Pads auf, damit ich die Kanne dann eben auch gut aufkleben kann auf meine Karte. So, ich glaube, das dürfte reichen. Sieht es nicht süß aus, ihr Lieben? Und wie gesagt, ihr habt den Vintage-Effekt. Ich zeige euch das gleich noch mal bei einer anderen Karte. Also das hat eine wirklich eine Mega-Wirkung und es hat irgendwas, ich weiß auch nicht. Ich finde das total cool. So, an die Schnecke können wir auch schon einen so ein Klebeteil machen. Und hier brauchen wir da einen. Ja, hier unten brauchen wir einen. Da muss aber ein ganz kleiner drauf. Also nehme ich mir hier so ein Stückchen von dem Streifen. Und dann klebe ich mir das hier unten auf. Perfekt. So. Jetzt haben wir alle Elemente für unseren Aufleger fertig. So, ich wollte euch ja mal die andere Karte zeigen. Ich habe hier eine Karte gemacht für jemanden, der krank ist, mit einer Teetasse und dem Teebeutel, Zucker und einem Keks, Löffelchen dabei. Und auch hier habe ich die Karandasch benutzt. Und das ist der Effekt. Also so ein richtiger toller Vintage-Effekt und ja, ich finde es total mega. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie das aussehen kann. Ich habe auch hier nochmal ein Kännchen in einem anderen Ton koloriert. Das ist auch fertig. Das schimmert so ein bisschen blau. Da habe ich so einen Wachs benutzt. Also so ein Schimmerwachs. Und zwar ist es das hier. Das ist auch total mega. Das könnt ihr mit dem Finger drauf reiben, verarbeiten, aber wirklich nur ganz, ganz wenig nehmen. Das gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Das hier ist so ein Blauton. Seht ihr das, wie das schimmert? Und davon habe ich was genommen und habe das auf die Kanne gemacht. Das kann man natürlich auch machen, aber ihr könnt eben auch diese Schimmerfarben benutzen. Dann sieht es eben so aus. Aber selbst das, wenn ich das jetzt hier drauflegen würde, würde auch mega cool aussehen. Ja, also man kann da wirklich spielen und machen und ja, ich finde es auch total toll. Also, ihr seht, das ist wirklich auch wieder was Besonderes, was die Koloration angeht. Und jetzt wollen wir mal probieren, wie wir das am besten hier arrangieren. Erstmal muss dieser Fleck weg, also setzen wir hier als erstes die Kanne hin. Dazu müssen wir jetzt hier die Klebestreifen hinten lösen und dann kleben wir uns hier die Kanne erstmal auf. Die Kanne ist ja der Fokus unserer Karte.
Wie gesagt, ihr dürft hier oben dann auch noch einen Spruch drauf stempeln, je nachdem, was ihr eben machen wollt mit dieser Karte. Ich mache die Sprüche immer hinterher drauf, weil manchmal ist das, ja, dann hat man drauf und sagt sich ja, ich hätte vielleicht doch lieber was anderes gemacht damit. Und naja, deswegen warte ich immer erst mit den Sprüchen. So, jetzt kommen meine Töpfe. Da haben wir auch schon die Teile hinten drauf. Und das klebe ich jetzt so auf, dass das jetzt hier so vor der Kanne, dass die vor der Kanne stehen. Das heißt, ich brauche jetzt hier noch ein bisschen Kleber auf diesem Topf. Ja, dann setze ich das einfach mal hier hin. Ach, ich bin total verliebt. Das sieht ja jetzt schon total mega aus. So, jetzt müssen wir das Blümchen, das soll hier hin. Da ziehe ich auch die Folie vorsichtig ab. Und hier oben auf die Blüte ein bisschen Kleber. Und dann setze ich das Ganze hier unter die Kanne. Moment warten, bis es angezogen ist. Dann haben wir hier natürlich auch noch unsere Schnecke. Die äugt nach der leckeren Pflanze. Ja, die kriegt noch zwei Augen. Das fällt mir jetzt gerade ein. Dann nehme ich hier diesen Memento-Stift. Und sonst kann die ja gar nicht gucken. Und jetzt fehlt noch unsere Biene zu guter Letzt. Und die, ja, die müsst ihr auf jeden Fall mit einer Pinzette aufkleben. Da gebe ich auch nur ein bisschen Kleber auf den Körper. Und dann setze ich die hier oben über die Kanne. Ach, ich bin total verliebt. Total verliebt. Guckt euch das an, wie süß das aussieht. Also das ist wirklich, 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 wirklich so, so schön. Jetzt sehe ich gerade hier oben so ein kleiner Fleck. Ich weiß nicht, ob ich das wegkriege. Ansonsten muss da doch ein Spruch drauf. Aber das mache ich nachher. Das ist jetzt nicht so schlimm. Also ihr Lieben, das ist das Ergebnis der Carandage Neocolor Wachspastels. Einfach mega. Einfach mega. Also Leute, wenn jemand gerne koloriert, kann ich nur ans Herz legen. Ich weiß, man kann sich nicht alles kaufen. Ich bin da auch lange drumherum geschwänzelt und habe immer gedacht, ach nee, brauchst du doch nicht und du hast ja eigentlich genug. Aber ich weiß es von anderen Künstlern, die sehr, sehr viel probieren und auch kolorieren, dass die wirklich auch verschiedene Dinge zu Hause haben und auch immer wieder neue Dinge ausprobieren, weil, ich weiß nicht, man kann nicht aufhören damit, immer mal wieder was anderes zu machen. Und ich finde es einfach mega. So, jetzt kleben wir das Ganze noch schön auf unser Kärtchen auf. Da gebe ich jetzt hier hinten so 3D-Streifen dran. Dann nehme ich immer hier so von dieser Rolle was. Und dann ist mein Kärtchen für heute auch schon fertig. Also ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Und ihr seid genauso begeistert wie ich auch. Vielleicht ist das eine Inspiration für euch. Genau. Wie gesagt, Gummiapan hat auch wunderschöne Stempel. Stencils, keine Ahnung. Aber ich bin so der Stanzenfreak. Also ich habe schon Stempel von Gummiapan, aber ziemlich wenige. Vielleicht werden es irgendwann mal mehr, aber wie gesagt, jetzt habe ich nicht so viele.
aber auch mega geniale für Hintergründe, ja. Also da habe ich so ein paar Karten, da sind wunderschöne Hintergrundstempel, die von Gummiapan sind, habe ich da verwendet und ja. Also ihr Lieben, mein Kärtchen ist vollendet und ich finde es total süß. Kann man auch noch die Flügel so ein bisschen nach oben bewegen. Wie gesagt, zum Geburtstag als Dankeskarte. Gute Besserung, wenn jemand krank ist. Für alles könnt ihr es nutzen. Und wie gesagt, ihr könnt es ja mit allen möglichen Dingen machen, die ihr von Gummiapan habt. Ihr könnt ja auch statt der Kanne einen Korb nehmen und könnt da Blüten reinsetzen. Man kann hier unten auch eine andere Pflanze benutzen. Also, lasst eurer Fantasie freien Lauf und probiert einfach mal und ihr werdet begeistert sein. Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da. Wer mich noch nicht abonniert hat, der darf mich gerne abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Kreativsein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!